Wer einmal in Königsberg gelebt hat, liebte es. Man vergisst es nicht und liebt es heute. Wenn wir jetzt unsere Reise beginnen, wenden wir uns unwillkürlich der Dichtung der großen Tochter Königsbergs zu, der bezaubernden, ewig schönen Agnes Miegel. Keiner verkörpert wie sie die Liebe, ihre von Schmerz durchdrungene Erinnerung an Königsberg. Wie Agnes Miegel, die in Gedanken an diese Stadt, aber weit entfernt von ihr starb. Gelber Bernstein und dunkler Tang liegt zwischen den Steinen am Strand. Eine Welle schlägt auf und flutet aus und verrinnt im Sand. Sie kamen über die Dünen, lautlos, scheu witternd wie wild. Sie quollen aus Schlucht und Moor, wie der Spring im Frühling quillt. Sie stellten Schlingen und Fallen, sie schleuderten Wurfholz und Speer. Sie wärmten sich schauernd im Dickicht, sie hörten den Sturm und das Meer. Und ich hörte in ihrer Brust, geborgen an meiner lag, wie aus zitternder Welpenleib ihre Herzen ängstlichen Schlag. Sie kamen mit dem Sturm, aus Brandungs zerschmettertem Boot. Sie schrien wie Möwen, sie waren Nacht, Gischt und Seewind rot. Ihre Haare waren wie Schaum und Sand, ihre Augen wie Seewasser hell. Hochbeinig wie Elche liefen sie, wie ein Wildpferd schnell. Sie stürmten den Steilhang empor, sie warfen sich auf die Knie, sie küssten mich, stammelnd vor Glück, und ich liebte sie. Königsberger Universität ließ der letzte Hochmeister Albert IV. Von Brandenburg erbauen, der Begründer des Profanstaates Preußen. In ihr lehrte und arbeitete Kant, Bessel, Helmholtz und Simon Dach. In diesem Haus lebte Kant.
Die sterblichen Überreste Kants wurden von ihrer ersten Begräbnisstätte in die Mauern des Doms überführt, wo sich jetzt sein Grab befindet. Wenn die Einbildungskraft sich selbst durch willkürliche Tätigkeit vernichtet, so wird sie in den gewöhnlichen Wahnsinn oder in Überspanntheit entarten. Wenn die Einbildungskraft nicht mehr der Vernunft unterstellt ist und sogar umgekehrt diese zu versklaven sucht, so fällt der Mensch aus dem Stand der Menschheit heraus in die Sphäre der Hirngespinster und Phantasterei. Гитлеровцы пытались проскочить отсюда, из Восточной Пруссии, на запад. Последний экспресс Кёнигсберг – Берлин. Он так и не дошел по назначению. За вокзалом был выход к реке Прегель, а там недалеко и центральные районы города. Здесь, на правом берегу Прегель, и начиналась центральная часть Кёнигсберга. Минометы старшины Рескина открыли огонь с трамвайной остановки. Командный пункт разместился в трамвае. Все дороги были уже в руках советских войск. Штурм. Новый вид тотальной мобилизации. Последняя надежда Германии. Эти так называемые мирные немцы лишь кажутся скромными обывателями. Еще вчера они называли себя нацией господ, а русских считали рабочей силой восточных провинций Германии. Маргарита Генсе, мать двух сыновей. Один из них Франц, эсэсовец, был участником убийства Зои Космодемьянской. Другой Густав. Нес охранную службу в лагере смерти Майданек. Auf der Potsdamer Konferenz im Jahre 1945 beschlossen die drei Großmächte UdSSR, USA und Großbritannien der Sowjetunion die Stadt Königsberg und das dazugehörige Gebiet zu übergeben.
Ein Jahr später wurde Königsberg in Kaliningrad umbenannt, zum Gedenken an den eben erst verstorbenen Unionsältesten Michael Kalinin. In den 60er Jahren wurde das während der Kriegsjahre beschädigte alte Ordensschloss gesprengt und der Platz für den Bau des Kaliningrader Hauses des Sowjets geräumt. Пожалуйста, не забывайте компостировать 3 талона за одну поездку.
Der Tiergarten der Stadt wird bald 100 Jahre alt. Im Frühling des Jahres 45 war er fast vollständig zerstört und in seinen Freigehegen lagen die Leichen der von den Faschisten erschossenen Tiere. In einem der Freigehege lag, von Kugeln durchlöchert, Blut überströmt, aber noch lebendig, Begemot, der Liebling der Königsberger Kinderschar. Auf Befehl des sowjetischen Oberkommandos wurde Begemot medizinische Hilfe geleistet und für seine Pflege wurde der Hauptfeldwebel Tajochin angestellt. Nach 2 Monaten berichtete er dem Kriegsrat der 11. Gardistenarmee, dass Begemot bereits auf den Beinen ist. Russisch-orthodoxe Kirche des heiligen Nikolaus, die ehemalige Juditenkirche. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Juri Iwanow sind wir bei dem Künstler Eduard Jonas zu Gast. Eduard stellt anhand alter Zeichnungen das Aussehen der alten kurischen Schiffe wieder her. Solche Schiffe werden schon lange, lange Zeit nicht mehr gebaut. Вот эта лодка, она имеет название немецкое? Имеет. Как называется? Куринкан. Как? Куринкан. Куринкан. А литовская? По-литовски Куренес, да? Куренес. Но они были трех. Это самая видов. Большая. Куренес. Это самое главное вот про да. Эту лодку. А поменьше были вот по этим сетям, как называется. Кюдельвальтис, Гафелинвальтис и Куренес. Куренес это самое большое. Сколько времени строилась одна такая лодка? Такая лодка хорошими сторонами, так 28-30 дней и готова. Готова. Эта лодка сейчас первая примерно за последние 60 лет делается. Да, первую лодку строим, новую. Я надеюсь, что ты ее построишь. Меренький, да. Конечно, построим. И последний еще один вопрос. Да. Да. Вот у тебя в руках эта книга замечательная. Это вот курин. Это вот курин знаки, которые да. Ставились на мачтах этих да. Лодок, да? Да? Это... Вот какой знак будет здесь на этой лодке стоять? Это будет Нидовский. Ницкий, Ницкий, да? Знак, да. Угу. Ну, настройку сделаем свою фантазию. Вот, ага. Это все настроить. То есть вот это можно здесь дополнить из того, да, что ты да, вы сами да. Придумали, да? Да. Хорошо. Ну, замечательно. И лодка-то будет плавать по Курскому заливу. Да. Филкопин приплывешь? Филкопин, Рассикин. Да. Хорошо. Я тебя жду в гости. Договорились? Конечно. Я же был своей лодкой. Хорошо, да. Während des Siebenjährigen Krieges, nach der Schlacht von Groß-Egerndorf am 30. August 1757, wurde Königsberg von russischen Truppen erobert und war 4 Jahre lang ein Teil des Russischen Reiches.